Ja, in diesem Part von My Party the Top 100 spiele ich das Minispiel-Match. Ja, spiele deine Lieblingsminispiele auf diesem einfachen Spielbrett. Ja, mal schauen, ob es wirklich so einfach ist. Im letzten Part hatten wir Luigi, also nehme ich heute Peach. Und das sind meine Gegner, Waluigi, Luigi und Yoshi. Ja, du kannst eine Spieldauer zwischen 10 und 50 Runden wählen. Ich würde sagen, 10 Runden reichen völlig aus. So. Dann weiter. Minispielpaket. Du kannst festlegen, welche Minispiele auf dem Spielbrett gespielt werden sollen. Welche Minispiele möchtest du spielen? Ja. Hier sind so verschiedene Pakete. Minispiel Match Nintendo 64. Ja. Für auch was. Ja, ich glaube. Spiel starten. Sammelsterne und werde zum Superstar. Bewege dich über das Spielbrett und sammle die meisten Sterne, um zum Superstar zu werden. Als kleine Starthilfe bekommt jeder 10 Münzen. Viel Glück. Ja, das ist sehr sozial. Oh, ein Sternballon. Nichts wie hin. Wenn du ihn erreichst, kannst du 10 Münzen gegen einen Stern eintauschen. Was bedeutet eigentlich dieses Yoshi-Feld dort? Hier gibt es eine Chance auf ein Item. Giftpilz. Was? Getränkebonus. Drücke vor dem Würfeln X, um ein Item einzusetzen. Giftpilz. Verringert das Würfelergebnis von Mitspielern um 2. Ich würde sagen, ich setze es bei Luigi ein. Eine gute Entscheidung anscheinend. Stempel. Stempel gefällig. Die gibt es hier. Und für 3 Stempel gibt es Münzen. Sammle alle 3 Stempel und du erhältst Münzen als Belohnung. Sternballon. Gut gemacht, Peach. Du hast einen Stern erhalten. Weiter so. Sammle schön viele Sterne und werde zum Superstar. Ereignis. Münzgeschenk. Okay. Der nächste Sternballon ist hier. Oh, ein neuer Ballon. Hol ihn dir, um ein Minispiel zu spielen.
Wenn du das Minispiel gewinnst, gibt es Münzen. Ja, Yoshi hat Sternballon. Und somit ist er. Nee, doch nicht Erster. Goldener Taubepilz. Na toll. Minispielballon. Das Roulette-Rad bestimmt, welches Minispiel gespielt wird. Favoriten von Spielern mit Ballon werden häufiger gespielt. Wähle jetzt deinen. Hebe die gleiche Fahne, die auch das Shy Guy hebt. Achso. Ich würde sagen, ja, das. Fahnenwirbel. Der ausgewählte Spieler erhält was auch immer. Eis fangen. Fange die meisten Eiskugeln. Ja, klingt einfach. Ja, mit dem Skipad bewegt man. Ja, umso mehr Eiskugeln, umso langsamer wird man. Ist ja auch klar. Auf jeden Fall ein gutes Minispiel. Einfach, schön, knackig. Ja, ich bleibe bei Fahnenwürfer. Toll. Glücksgolf. Schlag den Ball ins Loch. Ja, mit dem G-Pad links, rechts zielen. Oben Schlagstärke und A schlagen. Sind jetzt Trump, der spielt ja auch sehr gerne Golf. Ich glaube, wer am nächsten dran ist, hat bestimmt gewonnen.
Nur Zucker drinne. Was? Kein Zielwasser getrunken, war Luigi. Ja, und ich habe schon gewonnen. Kriege ich einfach keinen Stempel? Ich bin doch auf einen Stempel drauf gewesen. Kugelchaos nehme ich als nächstes. Druckerpresse. Lass dich nicht von den Buchseiten plätten. Okay. Ja, Luigi hat es schon mal nicht geschafft. Also von Minispielen her läuft es für mich am meisten. Ihr seid auf der Zielgeraden, keine Sorge, wenn ihr der Letzte seid, bekommt ihr ein Item. So, war Luigi ist das da. Schön bis zum Ende durchhalten. Ich glaube, Yoshi kriegt den Stern. So, die Sterne. Doch nicht. Drücke Steuerkreuz in der richtigen. Nein! Wieso auch immer ich gewonnen habe. Vielleicht mehr ein Rätsel. Auf jeden Fall war das mehr Glück als Verstand. Oder ich sehe, ich habe den Cooper-Stempel. Ja, Panzerschlacht nehme ich. Sprungchance. Ja, hatten wir schon mal. Los.
1080 Grad, okay. Das müssen die anderen auf jeden Fall erstmal nachmachen. Okay. Das hat mir eigentlich mehr geholfen. Ich bin jetzt näher an den Sternballon dran. Ach, Luigi hat einen Stempel. Okay. Dreisprung. Hatten wir auch schon. Ich wüsste ja, Yoshi da sehr gut drin sein. Ich meine, er springt ja sehr oft sehr hoch. Sieht man ja in sehr vielen Mario-Spielen, dass Yoshi sehr hoch springen kann. Also wirklich, Yoshi, von dir habe ich mehr erwartet. Itemladen, du kannst Münzen gegen Items tauschen. Okay. Itemladen. Gute Neuigkeiten. Wir haben ein seltenes neues Item auf Lager. Robo-Fly-Guy, Robo-Fly-Guy stibitzt ein Mitspieler ein Item. Geisterglocke ruft ein Buhu, der ein Mitspieler einen Stern abspenstig macht. Also in dem Fall Yoshi. Das hole ich mir. Ja, Yoshi, verabschiede dich von deinen Sternen.
Ja, jetzt bin ich mal endlich dran. Fahnenwirbel. Hatten wir noch nicht. L rote Fahne heben, R weiße Fahne heben. Hebe die gleiche Fahne, die auch Captain Shy Guy, nehme ich mal an, hebt. Habe ich gesagt, dass ich gut da drin bin? Eigentlich ja. Das war tatsächlich Zufall. Scheiße. Ich weiß, scheiße sagt man nicht. Freue ich nicht so lange, Yoshi. Wollte gerade schon eine Flasche werfen. Aber ich habe leider gerade keine Flasche hier. Bitte für Yoshi. Warum hat Luigi 2 Würfel? Dumme Frage. Zauberlampe? Zum Sternballon. Ernsthaft. Na gut, ich habe eh 4 Sterne. Also was, warum soll es mich stören? Ja, somit ist Yoshi letzter. Item Geschenk. Platztausch. Tausche Plätze mit jemandem. Ja, eine Runde noch. Ach, das Minispiel, was ich gespielt habe, kann ich nicht mehr spielen. Okay. Ja, Panzerschlacht nehme ich. Dann könnte man ja von Yoshi überhaupt kein Minispiel schon mehr spielen. Kappa. Panzerschlacht von Mario Party 2. Ja, triff die Panzer deiner Gegner. Schiebepad bewegen, R Seitwärtsbewegung, B nach oben schießen, A nach vorne schießen. Ja, Luigi, ja, nur wir beide. War aber knapp. Man darf sich nur 2 Treffer leisten. Na gut, was für... Was heißt 2? Man darf sich eigentlich nur 1 Treffer leisten. Beim zweiten ist man schon raus. Ja.
Und mein dritter Stempel. Ein Gummo-Stempel. Jetzt heißt eigentlich nur noch Münzen sammeln. Denn an den Sternballon komme ich ja nicht mehr dran. Danach ist ja das Match schon vorbei. Oh, 26 Minuten geht dieser Part mal. Naja, egal. Zum Glück habe ich 10 Runden gemacht. Sonst würden wir noch bis Mitternacht hier sitzen. 50 Runden ist schon echt viel. Kugelchaos. Ja, mit G-Pad bewegen. Laufe auf den Ball und versuche deine Gegner über den Rand zu schubsen. Ende. Alle Runden beendet. Ergebnis. Was für ein tolles Spiel. Jeder hat sein Bestes gegeben. Zumindest die meisten. Und jetzt gibt es noch eine Chance auf 3 Bonussterne. Hier kommt der erste Bonusstern. Münster. Ein Bonusstern für den Spieler, der die meisten Münzen gesammelt hat. Peach! Fünf Sterne. Weiter geht's mit dem zweiten Bonusstern. Sammler-Star. Ein Bonusstern für den Spieler, der die meisten Items gesammelt hat. Waluigi! Und Schluss mit der... Und zum Schluss der dritte Bonusstern. Sternostar. Ein Bonusstern für den Spieler, der eher weniger Sternballons gesammelt hat. Luigi. Yoshi kriegt keinen Stern. Lol. Das Endergebnis ist da. Sehen wir einmal nach, ob die Bonussterne das Ergebnis verändert haben. Also dann krönen wir den Superstar. Ja, das ist Peach, also ich. Wer die meisten Sterne hat, hat gewonnen. So einfach ist das. Und zwar Peach. Ja, du bist der Superstar. Fünf Sterne? Mhm. Ja. Statistik, ich war von Anfang an top. Gerade Linie nur. Ja. Beenden. Hauptmenü. Gut. Wie wäre es mit einer Pause? Ja, mache ich auch gleich. Der Part ist eh zu Ende. Ja, im nächsten Part mache ich die Minispielinseln oder den nächsten Parts. Das ist so gesehen der Story-Modus von diesem Spiel. Story-Modus in Anführungsstrichen. Als richtige Story kann man das nicht bezeichnen. Aber naja, wir werden uns im nächsten Part selber davon ein Bild machen. Also in diesem Sinne, haut rein. Und verpasst nicht die nächsten Parts von Mario Party The Top 100. Bis dann und ciao.